Danke. Es ist ruhig geworden um Sie. Das sind das lieb? Das ist Unsinn, was Sie da geredet haben. Ich meine, ruhig, es ist nicht so ein Unsinn. Ich meine, es ist Unsinn. Es hat keinen Sinn, meine, was Sie gesagt haben. Weil ruhig, Sie können nicht, erstens bin ich nie danach so geil gewesen, Schlagzeilen zu machen. Außerdem, man kann nicht Schlagzeilen machen in Amerika, wenn man im Allgäu ist zum Beispiel, nicht? Ja. Das ist auch wieder sein Witzboy. Na, er ist doch dabei. Ja, aber er wird dann alle über die Leute verarscht, liegt da gar nicht. Nein, das glaube ich nicht. Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil nämlich sonst gehe ich weg und die Show ist ja dafür, dass wir hier sind, oder? Na also, dann seien Sie doch gefälligst ruhig. Sind nämlich einer von diesen Leuten. Wo, über die wäre nämlich, über die der Herr Münchhausen oder wie Münchenhagen. Das kannst du nicht. Reden will. Und wenn andere, besoffene oder nicht besoffene, gleichartige Idioten, haben das als ein Alarmsignal empfunden und haben versucht, woanders zu stören. Einer von denen ist der jetzt mal, der versucht hat, hier zu stören. Aber hier würde er auch rausgeschmissen werden. Und, da, und ich muss also Ihnen sagen, ich war sogar ziemlich schlecht organisiert. Die Rolling Stones sind viel besser organisiert, als ich es war. Weil die lassen die nun wirklich gleich zusammenschlagen. Von den Hell Agents. Und ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht, ist der Boss. Und jemand, der bezahlt, und ich respektiere das ganz genauso, wenn ich Zuschauer bin, und finde, ich habe nie in meinem Leben darüber diskutieren müssen. Ich habe niemals, wenn ich einen Husten hatte, bin ich zu Hause geblieben. Ich habe nie gewagt, nicht nur den auf der Bühne, sondern auch den neben mir nicht zu stören. Das ist eine Erziehungsfrage. Verstehen Sie? Eine Frage, wie man sich benimmt. Ja. Das heißt, wenn jemand eine Show schaut... Ja, okay. Dankeschön. Wenn jemand eine Show stört, welche Show auch immer, die Show, weiß ich was, in einer Kirche oder im... Aber Sie tun es doch für das Publikum und dieses Publikum bezahlt. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand bewusst stört. Man tut das logischerweise, das Publikum, sonst kann man sich ja auch alleine zu Hause onanieren. Verstehen Sie? Das ist ja lächerlich, nicht? Ja, aber das Publikum muss doch die Möglichkeit haben, dass... Was ist keine... Nein, das Publikum hat nicht die Möglichkeit zu stören. Das ist ein ganz großer Irrtum. Aber es soll doch dieser kommen. Irrtum ist so ungeheuer aufgeblasen geworden. Nicht stören, Herr Kinski. Weil nicht stören. Und außerdem sehen Sie, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, es gibt Beweise. Die 99% der Leute, alles erwachsene Menschen, wenn sie wollen, auch Kinder, alles was sie wollen, alle Altersstufen, aber auch ein großer Prozent erwachsene Menschen, die auch ein ganzes Leben hinter sich haben, verstehen Sie? Ja. Die auch jemanden respektieren. Diese Leute haben sich fantastisch benommen. Wer hat nun recht? Der da, weil er einen Bart trägt? Oder die anderen? Aber der hat doch zu mir, es hat Sie gestört. Ich habe in Hamburg eine Vorstellung gehabt, zum Ding da, zum Theater. Da haben die Leute im Zuschauerraum sich blutig geschlagen, gegenseitig. Und zwar, weil ein paar Leute gestört haben und die Vorstellung hat 2 Stunden lang unterbrochen worden, ich wollte nach Hause gehen und sie ist morgens um 12 oder morgens um 1 oder um 1:30 war die Vorstellung zu Ende, weil die Leute absolut wollten, nachdem die Leute rausgeschmissen worden sind. Das heißt also, es ist ja einfach lächerlich, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer Recht hat. Nicht der Masse wegen, sondern dass also 99% der Menschen, die ich habe erreicht in Wien, dass bei der Callas und bei der Tebaldi haben die Leute die Oper verhustet. Bei mir haben sie nicht gehustet, weil ich gesagt habe, wenn ihr nicht aufhört zu husten, gehe ich nach Hause. Mein Geld habe ich bereits. Und die Leute haben nicht gehustet bei mir. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Herr Kinski, das verstehe ich durchaus. Also, da gibt es ja Hustenbonbons, ne? Aber nein, das verstehe ich durchaus, dass wir uns nicht falsch verstehen. Denn diese Leute, die so stören, die existieren ja auch immer nur in der, wie sagt man, im Plural, nicht? In der Mehrzahl, nicht? Diese Masse. Die existieren ja nicht im Einzelfall, nicht? Mhm. Er hat sich ja auch nur zu Wort gemeldet, weil er die Chance einmal hat in seinem Leben, vor der Kamera zu sein, nicht vor der... Weil er würde mich... Ja, naja, es war gut, dann kommen Sie, unterhalten Sie sich mit Herrn Münchhausen, weil es... Er muss ihm mein Mikrofon geben, weil ich verstehe ihn nicht. Das sagt er. Also, übersetzen Sie. Einwurf ist gestattet, soweit Sie werden im Augenblick auch nicht rausgetragen. Ich verspreche es Ihnen. Ich meine, hier ist es ja auch... Sie sehen ja, das ist... Nein, er beleidigt Gott.
Nein. Ich kann Sie gar nicht so beleidigen, wie Sie mir auf den Wecker gegangen sind. Das ist halt so möglich. Das hat Sie ja gar keiner gefragt. Was wollen Sie überhaupt? Oder ist das, ich meine, ist das eine Massendiskussion? Dann ist okay, dann halte ich meinen Mund. Nein, das ist nicht so geplant. Nein, das fände ich schade. Ich meine, denn da habe ich Sie eben, fast missverstanden, wenn Sie sagen, dass man sich pausenlos ist. Ist auch nicht so, dass er sich nur unter Druck fühlen muss, denn der Arme. Nein. Vielleicht laden Sie ihn das nächste Mal ein zu der Show. Ja, weil... Das wissen Sie doch, wo wir hier sind. Nein, aber jetzt muss ich Ihnen aber wirklich sagen, dass Sie nicht nur freien Eintritt, sondern auch freien Austritt haben, wenn Sie das Gefühl haben. Er muss auch nicht mal was dafür bezahlen? Nein, wirklich nicht. Siehst du, wie das alles gratis? Das ist das Ungeheuer. Ich erinnere mich an einen Fall in Wien. Ich werte ihn nicht auf, ich mache ihn nicht wichtiger, als er ist. Es hat nur was zu tun mit unserer Unterhaltung. Weil wir haben darüber gesprochen, Sie haben mich ununterbrochen danach gefragt, ja wieso darf ein Publikum nicht das und das und das? Es geht nicht darum, um die Rechte eines Publikums, es geht darum, um die, wie sagt man, um die Vereinbarung, verstehen Sie? Wenn ich fange nicht an mein Recht. Ich hab die Möglichkeit, etwas zu sehen. Verstehen Sie? Ja, der Applaus ist ja ganz schön. Das ist ja ganz groß. So viel sinnlosen Applaus. Und den Grund hat nicht mal eingenommen normalerweise. Lass uns teilhaben.